Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder nach etwas längerer Zeit. Ja, das letzte war das Weihnachts-Case-Opening, zu einem Case-Opening. Genau, das letzte war das Weihnachts-Case-Opening, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich wollte eigentlich erst Ende des Monats einmachen, aber momentan übelst der Hype, Case-Opening-mäßig wegen den neuen Cases. Habe ich leider nicht, ja, muss ich euch enttäuschen. Aber ich muss auch dazu sagen, die werden auch nicht mehr billig. Also sie sind auf 2,15 € glaube ich gerade, aber die werden nicht mehr billiger. Ja, mittlerweile gibt es schon 15.000. Am Anfang waren es zwischen 2 und 3.000. Ja, mittlerweile 15.000, werden aber nicht mehr billiger. Also ich denke mal, der Preis hat sich jetzt erstmal festgesetzt. Der wird jetzt natürlich wird er billiger. Ja, ich meine, wenn es 100.000 gibt, werden sie nicht immer noch für 2 € verkauft. Aber es dauert halt jetzt wieder ein bisschen länger. Also ich denke mal, vor ja Mitte Februar werden die nicht unter 1 € sein, also spätestens im April oder irgendwann, dann werden sie auf jeden Fall billiger sein als 1 €, aber vorher wahrscheinlich nicht und bis dann weiß man auch nicht. Hol mal ganz ehrlich, ich kaufe keine Case, die genauso viel kostet wie ein Schlüssel. Ich meine, da kann ich hier 20 aufmachen, statt da 10, also das ist totaler Schwachsinn, deswegen finde ich, lohnt sich das einfach nicht und ich meine, ich will immer noch die AK Vulkan ziehen und deswegen fangen wir mal an, auch wenn das wahrscheinlich niemals passieren wird. Ich meine, mit den Huntsman-Kisten, ja, das sind jetzt die Nummer 21 bis 30, die ich hier aufmache. Und ja, bisher war ja noch nicht wirklich was Geiles drin. Das Statrack P90 Mod. Nein! Scheibenkleister. Oh, dann sieht es auch noch so richtig abgefrackt aus. Oh, damn. Naja. Man muss ja auch mal Pech haben, ne? Aber ich hoffe, ich habe halt einfach die Hoffnung, dass irgendwann halt doch noch mal was Gutes bei rauskommt. Schon wieder, ey, da ist was Gutes und es geht ganz. Na gut, diesmal war es nicht ganz so knapp. Aber geht knapp vorbei an dem etwas besseren zumindest da. Genau, die Atomic Alloy würde ich auch gerne nochmal ziehen. Diesmal dann halt in einem besseren Zustand, ja. Aber ich denke mal, ich habe halt irgendwie kein so gutes Gefühl. Ah, da war sie, da war sie. Oh, die Heaven Guard. Ja, die ist auch schön. Die habe ich zwar schon, aber naja. Egal. Schöner Zustand. Passt. So. Moment mal. Moment mal. Wie viel haben wir jetzt aufgemacht? 3 Stück, ne? Mir fehlen irgendwie ein paar Keys, habe ich das Gefühl. Uno, Moment. Doch, mir fehlen ein paar Keys, fällt mir gerade auf. Ja, wie kann denn das bitte sein? Dann mache ich hier mal kurz eine Pause. Was ist denn jetzt los? Einen kleinen Moment. So, da habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, nur 8 gekauft. Ja. Wie mir das nicht auffallen konnte, ey, keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. Na egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall so weit. Also, keine Ahnung. Ich habe irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also, ich hatte auch noch das Geld. Das war nicht irgendwie ein Fehlkauf oder die wurden mir nicht irgendwie geklaut oder so. Ich habe es echt einfach. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso ich 8 gekauft habe. Kein Schimmer, fragt mich was Leichteres. Vielleicht wegen dem Preis, weil die gerade 2,15 kosten, kann sein, dass ich dann einfach 19 € gemacht habe und es dann angenommen hätte, es wären genauso viel. Aber das Problem ist, die Keys kosten jetzt alle 2,15 €. Das finde ich eine richtige Frechheit, ehrlich gesagt. Dass sie die nochmal teurer gemacht haben, ja. Also, man macht eigentlich nur Verlust damit. Man zieht einmal was Gutes und dann 100 Cases lang nur Verlust, ja. Und dann zahlst du jetzt noch mehr, statt dass sie es immer billiger machen oder so. Oder wenigstens eine billigere Alternative anbieten oder irgendwie sowas in der Art. Aber werden auch noch teurer. Also finde ich eine ziemliche Frechheit, muss ich sagen. Die verdienen sich eh dumm und dämlich damit. Die haben null Ausgaben. Das sind nur virtuelle Sachen. Und verlangen ein Schweinegeld dafür. Finde ich schon heftig, ehrlich gesagt. Na egal, machen wir weiter. So, AK Vulkan, jetzt gehörst du mir. Ah. Nicht mal die AOG Torque, die habe ich noch nie gezogen tatsächlich. Moment. Von den Sachen hier habe ich tatsächlich nur die Torque noch nicht gezogen. Und die Cyrex. Und sonst halt die unteren 4, aber sonst alles. Ja. Also die Torque ist eigentlich das einzige schlechtere Item aus der Case, wo mir sozusagen noch fehlt. Und natürlich die Tech-9 in einem richtig abgefuckten Zustand. Oh, ich glaube, ich sollte aufhören mit der Huntsman Case. Ja, da werde ich einfach nicht glücklich mit. Oder? Ah, da sind so geile Skins drin, ey. Die Vulkan, das ist halt einfach der beste AK-Skin. Mit Abstand. Und nochmal die Twist. Diesmal in einem wesentlich besseren Zustand, wie es aussieht. Was war denn die andere für ein Zustand? Abgenutzt, sehr gut, das erklärt so einiges. Wow.
Also sogar das Weiß ist ein bisschen blasser, habe ich das Gefühl sogar. Also nicht nur abgefleckt, sondern auch noch verblasst. Alles Klärchen, ja? Naja. So, dann, ja, so. Genau, dann machen wir weiter. Komm schon. Ah, damn it. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, für die Galil habe ich aktuell gar keinen Skin. Da wäre wenigstens mal eine Kami nicht schlecht. Ja, wenn ich schon Schrott kriege, dann wenigstens eine Stat-Track Kami oder so. Damit es mir auch was bringt. Ja. Aber. Oh, eine PP Bits und Antique Stat-Tracker. Das ist immer ein etwas besserer Zug. Oh, die sieht ja auch nicht so schlecht aus. Sehr schön. Ja, wenigstens noch ein was halbwegs Gutes gezogen, ja. Weil es ist immer nervig, wenn man wirklich gar nichts. Was zum Teufel? Okay. Dann sind uns einfach das Ding abgebaut. Das ist ja wirklich ein Witz heute, ey. Keine Ahnung, was da los ist. Heute ist nicht mein Tag. Einsatz abrupt, okay. Das Problem ist, bei solchen Skins, ehrlich gesagt, erkenne ich das gar nicht, wo die abgefrackt ist. Weil da weiß ich jetzt nicht, was ist da jetzt so ein Schnörkel, so eine Kontur und was ist jetzt wirklich kaputt oder halt abgeschabt oder whatever. Erkenne ich da jetzt. Okay, gut, hier vorne, ja gut, da sieht man es ja, da ist der Lack ab. Aber ich meine jetzt hier unten zum Beispiel, das würde ja kein Schwein erkennen, ey, ganz ehrlich. So, na toll, haben sie uns jetzt auch noch um eine Case gebracht, ja, also das spannende Mitfiebern und jetzt geht auch das nicht mehr, jetzt kann ich auch keine Suche hier mehr eingeben, kann ich eingeben, was ich will. Na, jetzt wieder. Na. Keine Ahnung, ey. Steam ist heute total laggy. LOL ist heute total laggy. Ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendjemand hat das Internet gehackt, habe ich das Gefühl. Ey, was ist denn das, ey? Was? Oh, nee. Das waren jetzt die beiden Keys, die ich im Nachhinein gekauft habe. Die waren anscheinend kaputt. Ey, das ist doch wirklich, da nehmen sie dir die komplette Freude daran. Jetzt mal ohne Spaß. Das finde ich jetzt schon Witz, ja. Was? Mir fehlen die Worte gerade. Was ist das jetzt für ein Scheiß gewesen, bitte? Also das kann es ja wohl jetzt echt nicht sein, dass die mir nicht mal mehr das Zeug zeigen, also nicht mal mehr das öffnen, ey. Die geben mir einfach den Skin, super. Kann ich mir auch gleich kaufen. Weil ich weiß, dass ein Modul rauskommt, also kann man halt wenigstens noch so, beinahe, ne? Dieses Mitfiebern halt, aber wow, jetzt habe ich 2,15 für Scheiße gezahlt. Zweimal. Ey, ohne Witz, das ist halt so eine Frechheit einfach nur, dass sowas überhaupt möglich ist, ey. Dafür brauche ich doch nicht mal Internet für sowas, oder? Ganz ehrlich. Also abgesehen davon habe ich keine Connection Problems. Das könnt ihr mir echt nicht erzählen hier. Da würde jetzt die Nachricht kommen, Steam wird benötigt, um Steam zu spielen, um CSGO zu spielen und so weiter und so fort. Sowas wird dann kommen, die Items würden nicht angezeigt werden. Und so weiter und so fort, ja. Also, das hatten wir jetzt schon. Also, ich bin ja, ich sag's mal so, ich bin schon ein bisschen mad, auch wenn nur Mist drin ist. Gut, die Stat-Track Antique wenigstens noch gezogen. Aber das finde ich jetzt schon ein Witz eigentlich. Das ist ja echt Betrug im Endeffekt, weil du kaufst es ja, um die Case zu öffnen. Ja, und dann wird sie dir zwar geöffnet, aber du hast nicht dieses Case-Opening. Du hast einfach den Skin da. Es fängt an, 2 Sekunden später hast du den Skin, ohne dass du irgendwie siehst, da war es jetzt knapp an der Vulkan vorbei oder knapp am Messer vorbei oder so. Weißt du dann gar nicht. Das ist so ein Scheiß einfach nur. Nee, für sowas fehlen mir einfach die Worte. Also wirklich, ich fühle mich gerade komplett verarscht einfach nur. Geld für was ausgegeben. Also wirklich, ich hätte es bei den 8 Keys einfach belassen sollen wahrscheinlich. Ja, dem fetten Drecksack noch mehr Kohle in den Rachen geschoben und dafür dankt das mir. So. Also es ist wirklich ein schlechter Witz. Naja. Hilft alles nichts, ja. Scheiße gelaufen. Genau, wollte ich noch irgendwas sagen? Donation-Liste habe ich wahrscheinlich aktualisiert. Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber werde ich wahrscheinlich noch aktualisieren. Da wird es eine große Änderung geben. Ja, sind Sachen dazugekommen, Sachen werden gestrichen. Jo, genau. Dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Und wann das sein wird, keine Ahnung. Eventuell mache ich nichts. Also ich muss mal, ich behalte es mit den Chroma heißen die ja nicht Chrome, aber ich sage mal Chrome, keine Ahnung. Chroma. 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 Hört
Hört sich total behindert an hier. Hätten sie auch gleich Chrome nennen können, ne? Wäre jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, näher liegend gewesen, ne? Aber egal, ich werde den Preis mal im Auge behalten, aber wie gesagt, meine Spekulation ist, dass sie mindestens noch einen Monat, also die wird jetzt nicht einen Monat lang auf dem gleichen Preis bleiben, das nicht, aber die wird halt langsam sinken jetzt von den 2,15, wo sie gerade ist, oder 2,13, whatever. Und dann halt, keine Ahnung, in 2 Monaten oder so wird sie dann im 50-Cent-Bereich liegen, und wenn wir Glück haben, und dann, ja, aber ich muss es mir mal überlegen, ja. Ich meine, da sind schon geile Skins drin, die sind natürlich auch wertvoll, ja, weil die Keys entsprechend teuer sind, weil schon die pinken Items können da auch mal gute 10, 20 Cent, 10, 20 Euro wert sein in StatTrak. Das ist schon nicht wenig, ja, also so eine Atomic Alloy Einsatzerprobt StatTrak ist, glaube ich, 15 wert, ja. Ich glaube, wenn du da M4 ist, glaube ich, ne, drin, eine pinke. Ich glaube, wenn du die in StatTrak Einsätze probst, siehst, ist die bestimmt 30, 40 Euro wert. Also, das lohnt sich natürlich schon, aber man muss natürlich auch das Glück haben und das Zeug ziehen, ne? Das ist das Problem. Aber naja, genug gequatscht, ja, war jetzt lang genug, aber das müsst ihr mir mal schreiben. Also, weiß ich jetzt nicht, hat es schon mal jemand von euch gehabt? Also, am Internet, wie gesagt, kann es nicht liegen. Ja, ich meine, es ist ein bisschen langsam, muss ich ehrlich gesagt zugeben gerade. Und es hat auch vorhin geleckt, aber es war ein 100er Ping, kein 900er oder 1000er Ping, wo kein Internet mehr da ist und einfach nur verlangsamt. Aber nicht weg. Ja, das ist ja wirklich ein totaler Witz gewesen. Na egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.